Cuxhaven. Auffangfahrt zu den Shetland-Inseln mit der Susanne, Deutschlands größtem Hochseekutter. 40 Meter lang, 12 Meter breit, 5 Mann Besatzung. Das ist der Alte, der Kapitän. Manfred Rahr, 52 Jahre, mit 15 fuhr er das erste Mal zur See. Das Schiff oder so, das ist alles in Ordnung. Das Fischereigerät ist in Ordnung. Und Fehler, die können wir alle machen. Ich kann jetzt sagen, okay, ich habe Informationen von da oben, also von den Shetlands, komm da hoch. Der Fisch hat auch Flossen, der schwimmt auch von einer Ecke zu anderen. Das sind auch nicht viele Einheiten, die da oben in Gange sind. Und von daher kann es immer passieren, dass ich da rufe und das nichts. Das kann immer passieren und diesem Risiko bist du immer ausgesetzt. Sturm zieht auf, Windstärke 8, 4 Meter Seegang, nichts Besonderes. Die Susanne war schon bei Orkanauffangfahrt. Dem Fisch ist das Wetter egal, also muss es dem Fischer auch egal sein. Außerdem sind die Zeiten strikt festgelegt, in denen die deutsche Fangflotte in den verschiedenen Gebieten fischen darf. 2 Tage dauert die Fahrt von Cuxhaven zu den Shetland-Inseln, nördlich von Schottland. Doch dann eine Hiobsbotschaft aus dem Maschinenraum. Der Hauptmotor ist ausgefallen, es läuft nur noch der Generator für die Stromversorgung. Ein Dichtungsring ist gebrochen und das kann die Crew nicht reparieren. Die Susanne treibt manövrierunfähig auf der Nordsee und meldet Seenot. Es ist ein Extremjob. Wirklich knüppelhart für die Leute und für die gesamte Besatzung. Und wenn du dennoch anfängst, dir Gedanken zu machen, was kann mir jetzt passieren, was kann meinen Leuten passieren, dann kannst du an Land bleiben. Die Situation ist brenzlig, denn der Wind droht die Susanne auf eine Sandbank zu drücken. Um das zu verhindern, lässt der Kapitän von Hand Anker werfen. Nach 12 Stunden bangen Wartens taucht endlich ein Hochseeschlepper auf, der die Susanne in Sicherheit bringen soll. Der gefährlichste Moment der Abschleppaktion ist die Übergabe der Leine, an der später eine Stahltrosse befestigt wird. Um ein Haar kommt es zur Kollision und der Schlepper rammt den Bug der Susanne. Doch noch ist die Gefahr nicht gebannt. Das Schiff ist jetzt zwar im Schlepptau, doch die Frage ist, ob die Stahltrosse hält. Anspannung auch beim Kapitän. Von der Brücke aus kann er jetzt nur noch hilflos zusehen, wie sein Schiff an dem 200 Meter langen Drahtseil geschleppt wird. Kannst du dir vorstellen, sein Schiff wiegt, ich sag mal, 200, 300 Tonnen. Dieses wiegt umgerechnet, sag ich, oder mit allen drum und dran 1000. Und wenn dir zwei Schiffe gegeneinander ziehen, ich weiß nicht, was da für Drücke drauf kommen. Das Seil hält zwar, aber dennoch ist es ein schwarzer Tag für die Besatzung der Susanne. 15.000 Euro Abschleppkosten und nicht ein Fisch im Netz. Einen Tag ohne Fisch gibt es hier nicht. Bremerhaven, das Zentrum der deutschen Fischindustrie. Einmal pro Woche legt ein großer Trawler aus Island an. Meist bringt er Rotbarsch oder Seelachs, aber auch Blauleng, Cuttfisch oder Heilbutt. Heute sind es rund 110 Tonnen für die Fischauktion. Vor der Halle 20 warten die Arbeiter, um das Schiff zu verteuen und die Ladung zu löschen. Knapp 4 Wochen war dieser Trawler unterwegs auf hoher See. Aber solange der Fisch ununterbrochen gekühlt ist, bleibt er frisch und genießbar. Die Arbeiter müssen sich beeilen, denn schon in 6 Stunden beginnt die Auktion. Ist der runtergekommen? Ja, kommt der Ritter mal was runter. Und dann? Na ja, dann musst du rennen. Springst du. Alles wieder aufsammeln, oder? Na klar, dann wird das Schiff wieder rennen. Bis zum Auktionsbeginn um 7 Uhr morgens wird der Fisch gewogen, nach Größen sortiert und in spezielle Kisten umgepackt. Exoten wie dieser riesige Heilbutt werden extra verkauft. Die Massenware kommt aufs Förderband. K.
Per Hand wird der Fisch auf die Sortierbänder geschoben. Jeder einzeln, wie hier der Rotbarsch, einer der beliebtesten Speisefische in Deutschland. Er lebt in etwa 700 Meter Tiefe in großen Schwärmen. Früher wurde jeder Fisch einzeln von den Arbeitern gewogen und sortiert. Heute übernimmt das eine vollautomatische Anlage. Also die Fische, die werden von Ihnen reingeschoben und dieses Fächerband. Laufen hier längs, werden hier gewogen, automatisch, das ist eine Waage. Da können Sie das Gewicht sehen hier drauf. Was jeder einzelne Fisch wiegt. Der verteilt das dann nach Größen. Jede Box wird mit 50 Kilo Fisch der gleichen Gewichtsklasse befüllt. Nach dem Sortieren werden die Kisten dann für die Auktion bereitgestellt und neu mit Eis bedeckt. Jede Kiste bekommt von Vorarbeiter Horst Jüngling einen Laufzettel. Ja, das ist die Nummer. Das ist die Nummer, die hier oben steht. Das ist der Fangplatz. Ja, das ist so ein Code, ist das. Das ist so eine Nummer. Da muss der Fangplatz angegeben werden, wo es gefangen worden ist. Das ist Vorschrift. Ja, ja, genau. Bernd Ahrens, der amtlich bestellte Auktionator. Er arbeitet seit 25 Jahren hier. Jeden Morgen erfasst er die genaue Menge der Lieferung und bereitet alles für den Verkauf vor. Wie alt ist denn der Fisch hier eigentlich, Rotbarsch? Der hier oben. Der wird so 10 Tage alt sein, 8 bis 10 Tage alt. Ich meine, der Lebensalter. Oh, für Lebensalter? Ist noch wie alt? Ja, 30, 40 Jahre. 40 Jahre, der erste. 40 Jahre? Der großen hier, ja. Rotbarsch wächst relativ langsam. Zweite Sorte hatte ich Ihnen vorher schon gesagt, die werden über 20 Jahre sein. Und diese Größe hier, diese großen, die sie haben, das sind 40 Jahre hier. Ja. Peter Hüttmeier ist Einkäufer für die Deutsche See. Der größte Fischverarbeiter Deutschlands bezieht knapp 10% seines Bedarfs von der Fischauktion in Bremerhaven. Vor allem Rotbarsch und Seelachs. Ich will heute ca. zwischen 300 und 400 Kisten kaufen. Das entspricht ungefähr 5 bis 6 Tonnen Filet. Das ist unser heutiger Tagesbedarf. Und die wollen wir auch sehen, dass wir den kriegen. Ist das ein Limit oder ein Budget, was Sie aufgeben? Nein, nein, nein. Das entscheide ich jetzt spontan gleich um 7 Uhr. Also wenn das einstimmt, könnten Sie auch alles kaufen? Rein theoretisch könnten wir das, und das haben wir auch schon mal gemacht in der Vergangenheit. Dass Sie alles gekauft haben? Dass wir alles gekauft haben. Was haben die anderen gesagt? War ein bisschen Aufstand, aber was will man machen? Dafür ist das eine Auktion, ne? 7 Uhr, Beginn der Auktion. Rund 20 Einkäufer sind gekommen, alles Stammpublikum. So, einen schönen guten Morgen alle zusammen. Wir beginnen wie immer zum Aussuchen mit der zweiten Sorte. 230, 32, 235, 36, 46, 41, 42, 43, 44, 244 Seestern. 4 von den 40. 86, 87, 187 Wendt. Und Deutsche See? 41. Den ganzen Rest. Jeder hat so seine Eigenarten. Der eine guckt mich an, der nächste kratzt am Ohr, der nächste guckt scharf zur Seite. Oder ja, das weiß man eben, wenn die bieten. Peter Hüttmeier hat kräftig zugeschlagen und rund 200 Kisten mehr gekauft als ursprünglich geplant. Wie viel haben Sie jetzt ausgegeben? Ja, wir haben 600 Kisten eben gekauft. Das entspricht 10 Tonnen Filet. Damit ist der Bedarf für heute gut gedeckt und für morgen schon zur Hälfte. Ausgegeben haben wir 50.000 Euro. 50.000? 50.000 Euro innerhalb von einer Viertelstunde. Sofort nach der Auktion wird die Ware abtransportiert. Zur Deutschen See per Elektrowagen, denn die Fabrik ist gerade mal 500 Meter entfernt. Cuxhaven. In Rekordzeit haben die Fischer ihren Kutter Susanne nach der Havarie wieder flott gemacht. Der Maschinenschaden ist behoben, doch schon wieder gibt es Ärger. Diesmal mit den Transportkübeln, den sogenannten Tabs. Die Reederei hat viel größere als sonst angeliefert. Zum Ärger von Kapitän Manfred Rahm. Das ist alles ausgelegt worden für die kleinen Tabs. Richtig geil. Zwischen den einzelnen Tabs darf kein Platz sein, sonst kommt die Ladung auf hoher See ins Rutschen. Passt nicht. Leck mich am Arsch. 99 sind die. Leck mich doch am Arsch. Guck
Guck, jetzt hast du hier den Platz zwischen. Und jetzt musst du überlegen, wie du das am besten stellst. Diese Tabs, die sind richtig stabil. Die kannst du von 10 Meter runterschmeißen, gehen nicht kaputt. Aber wackeln die hier so hin und her, machst du Kleinholz.